Was das für ein Gewinn an Lebenskultur ist. Man was? Sagt hier, ja, ja. Freizeit. Erster Tor, dann erzähl ich weiter. Ja. Der wird! Jawohl! Sehr schön. Das ist ja einfach! Das war aber wirklich einfach. Schröder hat zweite gespielt. Genau. Ja! Jetzt! Stopp! Ja, aber musst du ausspielen! Ausspielen! Wieder warten, rechte Schulter! Der Glatzen fehlt da. Ja, nicht so gut. Jawohl! Da muss man zur Beinverlängerung. So, jetzt Trainer, mach mal was hier. Ah, da ist noch ein anderer. Ja! Ja! Hallo! Gut, Wasser! Also der Schiedsrichter hat gar nichts gesehen, der hat nach vorne geguckt. Damit das gefällt. Kannst du doch nicht da durch. Was? Linienrichter, du musst das doch sehen hier im Mittelfeld, Mensch. Mach die Augen auf. Ach, der steht doch bloß da. Junge, Junge. Die Pfeife kannst du vergessen hier auch. Hier kannst du gleich die zweite gelbe geben für das Abwinken. Was ist das denn? Ja, besser ist das. Jawohl! Jawohl! Grüßli! Wiedersehen! Ab mit dem Spiel! Hexenverbrennung! Das ist kein Kopfballspieler. Komm, einen noch, dann haben wir ein so ein Konter reinmachen, 2-0 und dann pfeift er sogar ab. Ja, der war gut. Jetzt! Nicht so schnell.
zusammen. Jetzt wird hier nicht nur ein Tippspiel für Sau. Ist ja schlecht. Wir sind ja schon in der 93. Nee, weg da, weg da. Was war das denn? Tor für den Penzliner NV, SV, Torschütze, die Nummer 6, Christoph Lukesch, neuer Spielstand 2. Schluss! Schluss, Schiri! Was macht denn der schon wieder? Lange, sag mal! Lang jetzt! Da jetzt! Seite! Jawohl! Bitte! Das ist einfach! Und das war der Abpfiff. Der SFC Neubrandenburg 04 gewinnt die Partie gegen den Penzliner SV mit 2:1.